wie im Titel schon gelesen, geht es heute um den Chini Dabong. Den habe ich mir gestern mal gegönnt. Und ich komme gleich mal nach vorne und zeige euch die Dose. Ja, so schaut das Ganze aus. Bisschen größer als normale Dosen jetzt. Vorne Chini-Logo mit Dabong. Bilder wieder. Natürlich. Oben nix. Preis haben wir 16,90 € für 200 Gramm. Ich hoffe, man sieht's. Ist jetzt ein bisschen höher, wird sich zeigen, ob sich das lohnt. Aber ich wollte ihn unbedingt auch mal ausprobieren. Zum Schnitt geht schon Richtung feiner Schnitt. Ihr habt immer mal ein bisschen länglichere Blätter drin. Aber ansonsten schön fein eigentlich. Für einen Hotshot ideal. Man muss halt aufpassen, dass man nicht die länglichen Blätter erwischt. Aber ansonsten kein Problem. Was mir an der Dose noch nicht gefallen hat, beziehungsweise das hat mir schon gefallen, das war hier so versiegelt. Trotzdem, ich hoffe, man sieht das hier, kam die Molasse mir schon entgegen. Also die war hier unten schon. Ich habe es jetzt mal nicht abgewischt, damit ich es noch zeigen kann. Ist jetzt nicht viel. Kam jetzt nicht ein ganzer Bach raus, aber ein bisschen, ein paar Tropfen sind halt am Rand hier außen schon. Obwohl das Ding halt versiegelt war. Ist jetzt ein kleines Manko, aber ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, könnte man sagen. Stört mich jetzt nicht überkrass, aber ich wollte es mal dazu sagen. So, ja, was soll das Ganze sein? Weiß wahrscheinlich auch schon jeder. Zitronenkuchen. Wir kommen mal zum Geruch. Oh ja, also ihr habt eine teigige Note mit so einer spritzigen Zitrone drin. Schon mal sehr ansprechend. Ich hoffe, der ist besser als von PX1, der Zitronenkuchen, weil der hat mir nicht ganz so getaugt. Was ich schade fand, aber was soll man machen? Jetzt bin ich mal gespannt auf den. Der Kopf ist schon gebaut im Hotshot.at, wie gesagt. Black Kokos, 3 Stück drauf. Und liegen jetzt seit 3 Minuten schon drauf. Jetzt schauen wir mal, ob da schon was kommt. Ja, ich werde mal ein bisschen andauchen und dann einen kleinen Schnitt machen. Beziehungsweise einen Schnitt machen und dann ein bisschen andauchen, so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Ich habe jetzt nur 5 Züge gemacht und war da. Zum Rauch kann man, glaube ich, sich nicht beklagen. Rauchbombe. Zum Geschmack. Beim Einziehen habt ihr diese spritzige Zitronennote. Kommt da sehr krass raus beim Einziehen. Und beim Ausatmen schiebt sich die so in den Hintergrund. Im Vordergrund habt ihr dieses Teigige und im Nachgeschmack genauso. Habt ihr auch so ein bisschen was Teigiges auf der Zunge. Auf jeden Fall sehr angenehm. Also ist hier gut getroffen. 1:1 geht es natürlich wie immer nicht. Lebensmittel und Tabak, das funktioniert einfach nicht 1:1. Aber es ist sehr nah dran, sehr gut getroffen. Also mir taugt er. Ist jetzt nicht, was ich andauernd rauchen könnte, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ist ein guter Tabak. Qualmt auch wie die Hölle. Kommt jetzt immer mehr irgendwie. Ja, von mir gibt es da eine Probierempfehlung auf jeden Fall. Kaufempfehlung, bei höheren Preisen sage ich es immer, müsst ihr selber wissen, 16,90 €, ob euch das wert ist. Aber wenn ihr mal rankommt an einen Shot von einem Kumpel oder so, dann auf jeden Fall gerne mal probieren. Also lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ihr drückt und kratzt auch nichts. Hitzeverträglichkeit ist sehr gut, ich kann da machen, was ich will. Kohlen liegen ja, nicht ganz in der Mitte vom Kamin, wenn man es so sagen kann.
Das ist dem Tabak wurscht. Aber alles in allem kann ich eine Empfehlung raushauen, wie gesagt, zum Probieren. Auf jeden Fall mal. Und genau, dann soll es schon wieder gewesen sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Hinterlasst ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, dann soll es schon wieder gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ja, und dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Danke fürs Einschalten. Hinterlasst ein Like und ein Abo, wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!